vielleicht sollte ich mal was Sinnvolles tun. Und jetzt merke ich aber, es ist ganz vielen Leuten ganz wichtig. Also ganz viele Leute haben ja auch echt viel gespendet für die Hackerei und so, weil es ihnen ganz wichtige Sachen schreiben. Und wenn, als sie dann wir wieder aufgemacht haben nach dem ersten Mal, haben die Leute und haben sich bedankt dafür, dass sie wieder kommen dürfen. Das war schon irre. Das merkst du im normalen Geschäft nicht so. Ne? Und ich meine, an der Stelle sehe ich übrigens auch den Schulterschluss zur Hochkultur, weil auch diese Zuschauer sind ja dankbar, wenn es wieder stattfindet. Ja, da ist Auf jeden Fall. Wir würden uns ja auch nicht selber als Hochkultur so begreifen. Ja, wir werden halt staatlich gefördert, weil es den Konsens gibt, dass sich das zu fördern lohnt. Ja. Ist ja auch völlig in Ordnung. Den unterschreibt auch jeder. Ja, genau. Aber gleichzeitig ist unsere heutige Kultur ja einfach davon abhängig, dass sie so breit ist. Und es befruchtet sich alles gegenseitig. Ja. Also es gibt, ich würde nie den Ausdruck Hochkultur in den Mund nehmen, weil ich einfach nicht finde, dass es eine niedere Kultur gibt oder sowas. Das hast du schon gesagt. Oder eine Alltagskultur. Da hast du. Es ist einfach, wir leben in einer total diversen Gesellschaft. Ja. Jeder bringt auch seine eigenen Dinge mit. Und wir müssen einfach als Gesellschaft entscheiden, was für uns würdig ist, dass wir es halten. Und es muss heute viel breiter gestreut sein, als nur das, was wir schon seit mehreren Jahrhunderten haben. Absolut. Und ich meine, ich merke das ja auch, und das ist etwas, was ich zumindest auch bei der Kultur, wie sie jetzt als Beispiel auch im Staatstheater stattfindet, dass da ja auch inzwischen sehr viele Einflüsse da sind, die von woanders herkommen. Und umgedreht ist es aber so, dass die Kultur, die dort stattfindet, ja auch wieder die anderen Kunstformen beeinflusst. Ne? Und das ist ja das. Ich fand das ganz spannend, für mich ganz persönlich war, ich hatte vor 10 Jahren so ein bisschen Burnout und Krise und hatte auch so, ich habe mich nie in meinem Leben als Künstler begriffen. Ich war immer der Bassist in einer lustigen Rock'n'Roll-Band. Und war dann auf einer Party und habe dort einen Maler kennengelernt, der auch ganz, sehr gut davon lebt, der auch Knichelmann heißt. Mit dem hatte ich den Abend über natürlich gefeiert und getrunken und lange geredet. Und der hat irgendwann gesagt, du schreibst Lieder, du machst deine eigene Musik, du gehst auf die Bühne, du performst. Was hast du für ein Problem damit, dich selber als Künstler zu begreifen? Du bist es. Du bist kreativ und du lebst davon. Und man spürt ja im Gespräch mit dir, wie du dafür brennst. Also gesteht dir doch endlich zu, du bist es. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil ich dann gemerkt habe, ja, vielleicht bin ich tatsächlich Künstler und vielleicht soll ich das einfach auch mal für mich selber so aussprechen. Ja, und das hat nichts damit zu tun und ich möchte das immer ganz, ist mir ganz wichtig, ne? Also wenn ich das dann so formuliere, klingt das immer so ein bisschen abwertend. Es hat nichts damit zu tun, dass ich mit dem Tütü Ballett tanze, was ich übrigens auch toll finde, wenn es die Leute toll machen. Ja? Ich bin einfach Rock'n'Roller, aber das ist ja nicht deswegen keine Kunst. Und das fand ich ganz gut. Und dass das jetzt sozusagen halt so alles so unter den Teppich gekehrt wird, ja, ist schon eine Sinnfrage, die sich da einem stellt. Ne? Aber ich glaube, so tief gebeutelt, wie wir natürlich alle sind, weil wir ja irgendwie immer diese Frage hatten, was ist denn jetzt systemrelevant? Ein System, in dem das, was wir hier machen, nicht relevant ist, ist nicht ein System, in dem ich persönlich leben möchte. Genau, ist das Wort, das ich auch immer sage. Weil ich meine, man kann natürlich sein tägliches Leben dem nachgehen, man kann seine Arbeit machen. Ja. Aber am Ende des Tages sind es ja diese persönlichen Momente, auch das, was uns als Menschen ausmacht, was wir hier eigentlich anbieten. Ja, genau. Wo der Mensch über sich selber hinaus wächst. Ja. Auch mit jedem Abend, mit jeder Begegnung, die wir einfach da ermöglichen. Ja. Und das macht uns aus, genauso wie unsere Familie, unsere Freunde. Ja, ja. Und das ist das, was wir eigentlich anbieten. Ja. Auch wenn es sich vielleicht manchmal nicht monetarisieren lässt, das ist das Problem. Das war ja bei mir nie eine Frage. Die Sache ist ja ganz klar die, selbst wenn ich jetzt irgendwie, wenn das ganze Thema jetzt noch jahrelang weitergeht, was ja manche so irgendwie so klammheimlich anscheinend mögen, ja, so nach dem Motto, ich habe auch immer so ein bisschen die Sorge, dass manche so ganz bequem eingerichtet haben in dieser Nicht-Zeit. Ich mache ja trotzdem weiter. Das, was ich tun möchte. Und das ist Musik, das ist mit anderen Leuten Musik machen, Leute begegnen, ja. Und ich meine, ich träume natürlich davon, jetzt rede ich jetzt ganz persönlich von mir, ich träume natürlich auch hier wieder eine geile Band zu sehen, weil sie hier unten stehen, ein kühles Bier zu trinken und, weißt du, und mir beim Tanzen die Seele aus dem Leib zu schwitzen, das ist ein Traum, ich mag das einfach. Oder von mir aus in eine tolle Inszenierung gehen, weil das ist ja immer das Irre bei mir, ich mache das ja gerne beides. Ja. Mhm. Ja, oder eine Vorlesung oder so oder in einen wunderschönen Autorenfilm und gehe raus und habe Bilder im Kopf, habe Ideen, ja, die mich selber wieder kreativ werden lassen und das kann ich nicht stoppen, das geht gar nicht.
Das ist genau das Wesen von Kunst oder von einem Künstler eigentlich, dass man ja einfach nicht anders kann. Ja. Also es ist nicht keine Frage von Wollen oder nicht mal eine Frage von Können, sondern eine Frage von Müssen. Ja, genau. Und das ist uns allen einfach eingeboren. Ja. Ich auch, dieses Monetäre ist absolut second oder überhaupt nicht wichtig, steht gar nicht im Vordergrund. Ich denke nämlich manchmal an die jungen Leute. Wenn du jetzt anfängst in der Musikschule, du fängst an, ein Musikinstrument zu lernen. Du machst das ja nicht, weil du denkst, okay, ich lerne jetzt 10 Jahre Geige und dann werde ich Orchestergeiger und verdiene damit mein Geld. Um das geht es ja gar nicht. Und das geht auch nicht beim Cantus Juvenum oder mit jeder Musik. Genau. Die hat einen eigenen Wert, der nicht monetarisierbar ist. Genau. Und das ist genau das, was wir einfach hochhalten. Ja. Natürlich, aus dieser Breite entwächst irgendwann mal eine Spitze, die ist dann halt beruflich wirklich tätig. Hm. Aber es lebt dann auch von den Leuten, die mit dem was verbinden. Und ich habe immer die große, große Sehnsucht danach, irgendwie, dass man kaum in die Straßenbahn reinkommt, weil jedes Kind ein Instrument auf dem Rücken hat. Ja. Das wäre irgendwie auch so ein großer Traum von mir, dass vor allem die Kinder die Möglichkeit haben, Instrument zu lernen, ihre Stimme auszubilden, egal ob im Chor, im Orchester, Rockbands, das ist völlig egal was, aber einfach, dass die selber einen Ort haben, wo sie sich spüren können, das hilft dem ganzen Menschen, das wissen wir auch. Ja. Gesellschaften, da funktioniert das besser wie in Deutschland, also da hast du die skandinavischen Länder, da geht das besser. Schweden, Finnland, wo das viel, viel mehr ist und wo auch tatsächlich viel mehr Berufsmusiker dann zum Beispiel gibt, ne? Auf ihren Level, die haben es irgendwie anders und besser, kriegen das besser hin wie die Deutschen. Ne? Ich habe ja nicht in der Oper angefangen. Ich habe angefangen in der Blasmusikkapelle bei mir zu Hause im Dorf. Und es hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht und das hat mich fasziniert. Ja. Also das war halt laut und Mods Zugang bei den, bei den ganzen Kirchenfeiertagen. Und da war diese Initiation. Ja. Wir wissen das einfach, dass diese Sozialisation in einem kulturellen Leben, die ist entscheidend. Hm. Dass du einen frühen Kontakt hast damit und wo das dann hinführt, das ist dann eigentlich auch gar nicht so wichtig. Ja, aber es geht darum, dass einfach dieser Samen eingepflanzt wurde zu einem frühen Zeitpunkt. Und wenn dann ein junger Trompeter irgendwann sich denkt, ach, ich habe keine Lust mehr auf Blasmusik, ich mache jetzt Punk, dann sage ich, bitteschön, ich höre mir das gerne an. Für mich ist zum Beispiel ein Beispiel, wie das in Deutschland, finde ich, Kids wird es teilweise abgewöhnt, Musik zu machen. Und zwar gibt es so Ausscheidungswettbewerbe, ja, so also Bandwettbewerbe, wo dann quasi die beste Band, die technisch am besten spielt, gewinnt und die anderen, weil sie technisch vielleicht nicht so gut sind, haben aber super Songs geschrieben, kommen, gewinnen da nicht und es wirklich wirkt die Kids ab, dass sie keine Lust mehr haben teilweise. Das macht für mich gar keinen Sinn, weil Musik ist doch was man zusammen machen möchte und nicht was man gegeneinander macht. Das ist doch kein Wettbewerb, ist keine olympische Disziplin, sondern das Wichtige an der Musik ist doch das Soziale, was ich da lerne, um mit anderen Leuten zusammen was zu machen, was einem Spaß machen soll und nicht was einen unter Druck setzt. Ich habe das mal bei, war das Yehudi Menuhin gesehen, der in China Geigenunterricht gegeben hat. Da gab es einen Film, glaube ich. Und ich fand das eigentlich wahnsinnig spannend, weil sie haben ihm chinesische Meister, Schüler und Schülerinnen zugeführt und haben gesagt, hier jetzt der Masterclass bei Mr. Yehudi Menuhin. Und dann hast du diese Leute gesehen und die haben gespielt auf einem technischen Niveau, das war unvorstellbar. Ja. Und ich glaube, er hat sogar irgendwie gesagt, das kriegt er so sauber auch nicht hin. Ne? Was ich aber so spannend fand, war eigentlich, wie er gesagt hat, aber hör dir das mal von mir an. Mhm. Und plötzlich war es war nicht mehr eine technische Übung, es war Musik. Mhm. Ja, und er hat auch manchmal Noten einfach nicht, also weißt, er hat nicht so diese nicht ganzen so sauber Triller alles, und so, ja. Aber es war plötzlich Musik und es war... auch das für mich ein Moment, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe, weil ich mir gedacht habe, genau darum geht es eigentlich. Ja. Es ist keine technische Sache. Es ist toll zu üben, das hat noch nie geschadet und ich gestehe auch ganz ehrlich, ich bin jetzt 56, ich habe immer noch wahnsinnig Spaß am Üben. Ja, das macht mir richtig Spaß, aber am Ende soll es Musik sein. Mhm. Ja, und das muss dann auch nicht immer perfekt sein, sondern es sollte auch versuchen, dich auszudrücken. Und an dem Punkt, glaube ich auch, ist es auch ganz wichtig, was du gesagt hast, einfach Jugendliche, Kinder mitzunehmen und auch zu sagen, drück dich aus, sei du selbst, hab Spaß, ja, sei kreativ. Ja. Und mal ganz ehrlich, hart ausgedrückt, volkswirtschaftlich,
wenn die Spaß haben, wenn die kreativ sind, ist das auch volkswirtschaftlich nutzvoll. Ja. Das ist sogar monetär für die Gesellschaft gut. Ne? Das haben nur manche, glaube ich, nicht immer so ganz begriffen. Man sieht es nicht sofort, das ist ja das Problem. Aber ich glaube, Gustav Mahler hat so schön gesagt, das Wichtigste in Musik steht halt nicht in Noten. Ja. Und dann, wenn die technische Komponente aufhört, dann beginnt die Musik, dann beginnt die Kunst eigentlich dabei. Ja. Wenn man sich selber ausdrückt, und bei den Kindern ist es ja dann auch so, die lernen fürs ganze Leben. Ja. Weil du merkst einfach, wenn ich mich hinsetze und wirklich mich mit mir selbst beschäftige, und da schaut mir auch mal keiner zu. Da steht dann keiner vorne und schaut, dass ich mich wohl konzentriere, sondern dann sitzt man mal eine halbe Stunde allein mit seinem Instrument in der Kammer. Aber man merkt halt einfach, wenn ich was will und wenn ich was mache, dann kann ich da weit kommen. Ja. Das dauert manchmal, manchmal ist es nicht so lustig, aber das ist eine Lektion fürs ganze Leben. Ich habe das mit meinen habe früher wahnsinnig viel Unterricht gegeben, gebe sogar immer noch Unterricht. Und das ist eigentlich immer, was ich merke, auch bei richtig jungen Menschen, ist, versuche ihnen zuerst Spaß zu vermitteln. Das ist meine Lektion, die ich als Lehrer gelernt habe. Erst, das Wichtigste ist, Spaß zu vermitteln, Musik zu lieben und zu merken, was es einem selber geben kann. Und wenn du diesen Funken entzündet hast, ja, dann kannst du so langsam auch mal in die technische Ecke reingehen. Dann kannst du sagen, du, pass mal auf, wenn dir das Spaß macht, ich zeig dir da was und das musst du jetzt ein bisschen üben. Das ist jetzt ein bisschen Arbeit, aber wenn diese Flamme entzündet ist, wenn das Feuer brennt, ist alles easy. Da hakt es manchmal noch so ein bisschen für mich bei der musikalischen Erziehung, wenn Kinder gleich von ihren Lehrern sozusagen in die Technik, so nach dem Motto, erst Technik üben und dann... Dann darf man Musik machen. Kontrabass-Klassiker bei mir, ich habe so viele Schüler schon gehabt am Kontrabass, die kamen zu mir und haben gesagt, ja, jetzt, ich spiele ja schon seit 4 Jahren mit dem Bogen Kontrabass und wir sind immer noch hier in der ersten Lage. Ja. Und ich denke mir so, oh mein Gott, da, ich bewundere dich, du bist mein Held, ich hätte schon längst aufgehört. Ja. Ja. Und ich habe gesagt, komm, lass uns jetzt einfach mal was Einfaches machen, weißt du? Lass uns von mir aus das blöde Stand By Me auf dem Kontrabass spielen. Dann gehen die nach Hause, spielen Stand By Me, spielen es zu Sam Cooke dazu und denken sich, jawohl, ja, Musik. Wow, Musik, weißt du, ich meine, Sam Cooke sowieso, ja. Also, hol sie da ab, ja, und mach sie glücklich. Und der Rest, dieser Wille, plötzlich dann auch mal einen Schritt weiter zu gehen, der kommt fast immer von selbst. Mhm. Das finde ich dann auch schön. Und wenn er nicht kommt, dann sind sie vielleicht der glücklichste, nicht so gute Bassist der Welt. Ja. Es geht nicht darum, irgendwie davon zu leben. Es geht nicht darum, was Großes draus zu machen. Es geht rein um die Freude. Ja, genau. Hallo, Didi. Florian, grüß dich. Schön, dich wiederzusehen. Ich habe jetzt dann doch noch ein paar Fragen, die mir kamen nach unserem letzten Gespräch. Da bin ich mal gespannt. Ja, du hast mir nämlich erzählt, da gab es so eine gewisse Zahl. Die hat mich so angesprungen. Wie viele Konzerte habt ihr schon gespielt mit Poppin B? Oh, okay, 6.000 Konzerte. 6.000 und wir würden es tatsächlich ganz gerne mal überprüfen, ob wir nicht am Ende sowas Ähnliches wie Rekordhalter sind. Das ist zwar albern und bedeutet auch gar nichts, weil es können ja auch 6.000 schreckliche Konzerte gewesen sein oder 6.000 Konzerte für 3 Personen, waren es ja nicht. Aber wenn man das so Revue passieren lässt, stellt man fest, Wahnsinn, also diese Zahl ist unglaublich. Ja. Und du kannst dich noch an viele erinnern, aber vieles ist auch gegangen. Ja, also und wenn du dich jetzt daran erinnerst, die habt ihr ja wirklich auch ganz Europa erobert über die Jahre. Was waren denn so deine schönsten Erinnerungen, die dir immer wieder kommen? Ja, da gibt es verdammt viele. Ich glaube, ich fasse es mal ein bisschen kurz zusammen. Ich finde es sehr schön. Wir haben, als wir das erste Mal in Luxemburg gespielt haben, auf einer Gewerkschaftsveranstaltung wir durften dann nur 20 Minuten spielen und das war ein rauschender Erfolg. Und unser Agent, unser Luxemburger Agent, kam nach dem Konzert backstage zu uns und hat gemeint, Jungs, heute habt ihr bei einigen hier im Saal die Hakenkreuzfahne von der Kirche geholt. Ich fand das schön, weil das so nach dem Motto, die können ja richtig locker sein, die Deutschen. Und das, wenn du das, worum es da eigentlich das tiefe Gefühl ist, dass du mit Musik Vorurteile überwindest, dass du mit Musik solche Bilder, die Menschen im Kopf haben und vielleicht auch falsche Bilder einfach niederreißt. Genau in dem Zusammenhang auf unser erster Auftritt auf einem Festival in England, die Levelers veranstalten ein Festival und wunderschönes, riesiges Festival und wir sind unser erster Auftritt in England überhaupt und du spielst auf einem englischen Festival und denkst dir,
deutsche Band in England und so viele tausend Leute und gehst auf die Bühne. Und wir hatten immer so einen Running Gag. Wir haben die Leute gefragt, do you feel alright? Und als nicht, wollten nicht diese Standardantwort, dass dann alle so sinnlos yeah brüllen, was ja oft meistens gelogen ist, weil das Bier ist schal, der Typ vor dir baggert deine Freundin an überhaupt. Und wir haben das irgendwann mal umgedreht, dieses Spiel, und haben halt gesagt, do you feel alright? Und haben den Leuten gesagt, und wir wünschen uns von euch, dass ihr die Wahrheit sagt, nennt uns Scheißkapelle. Und das haben wir in England gemacht. Am Anfang vom Konzert. Und du hast richtig gesehen, die haben alle gewusst, was Scheißkapelle bedeutet. So viel Deutsch kann dann doch jeder Brite. Und die haben sich gebogen von da. Die fanden das Weltklasse. Und ich bin Stunden später noch über dieses unfassbar schöne Festival gegangen. Wirklich ein traumhaft schönes Festival. Und kamen Leute entgegen und haben mich so gesehen, grinsen und meinen, yeah, Scheißkapelle. Und einfach diese, so nach dem Motto, ey, ihr könnt ja richtig lustig sein. Ihr könnt ja über euch selber lachen. Der German Humor. Ja, genau. Einfach dieses, das sind so zu merken, du bewegst mit Musik was bei Menschen. Du erzeugst positive Gefühle. Und das ist, glaube ich, das, was mich schon immer trägt. Und das sind auch so die schönen Erinnerungen. Und es ist ja immer so schwierig, als Europa zusammenzuwachsen. Gerade weil uns ja auch so viel trennt. Dann ist es eben die Sprache, aber das ist ja die Sprache, die wir uns alle teilen dann am Ende. Ja. Und ihr tragt dann quasi die Musik aus den USA über Deutschland wieder hinaus in die ganze Welt. Das ist ein unglaublich magischer Vorgang, oder nicht? Ja, ja. Und für mich auch noch dazu, es ist ursprünglich originär schwarze Musik, die wir spielen. Wir sind weiße Jungs. Und wenn du dann irgendwann mal in Bali, ich hatte eine Situation, dass ich in Bali im Urlaub war und bin dort in so einen Laden reingegangen, wo ein Stray Cats T-Shirt, die Stray Cats sind so die Band für diese Szene seit vielen Jahrzehnten. So. Und du triffst dort balinesische Rockabillys. Ja, und die kennen Bobbin B. Und du merkst so, die schwarze Musik gespielt von weißen Jungs für balinesische Rockabillys. Das heißt, du gehst dann einfach so in Urlaub und irgendwann kommt einer zu dir an den Tisch und sagt, Scheißkapelle zu dir. Ja, und du weißt, ist mir auch schon mehrfach passiert. Ich stand mal in Portugal im Meer in den Wellen und plötzlich steht einer so neben mir und guckt dann, du bist doch der Bassist von Bobbin B, oder? Fand ich total irre, das hat mir gefallen. Oder in Bangkok in der Khao San Road, als ich noch die Khao San Road war, also dieses wuselige eigene Universum. Und ich stehe in irgendeiner Seitengasse und plötzlich ein Typ, oh, ich habe dich doch vor 3 Monaten in Salzburg gesehen. Das sind schöne Sachen und es zeigt, du wirst wahrgenommen. Ich glaube, das ist vielleicht auch was ich als Künstler wichtig finde, zu merken, du wirst als Künstler und damit aber auch als Persönlichkeit, als Mensch wahrgenommen. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich glaube, das ist ein Grund, das wollen wir alle ganz gerne, wahrgenommen werden. Und wenn es nur so was Oberflächliches ist, tiefer wäre immer schöner, aber